Hallo, hier ist Muho aus Osaka. Gestern ging es um die Frage, suchst du nach einem Meister oder nicht? Und die Frage richtet sich an Mönche und Nonnen, die sich schon einem Meister angeschlossen haben. Aber ist das wirklich ein Meister für dich? Suchst du nach Dharma bei deinem Meister? Praktizierst du wirklich mit dem oder der, so als wäre es dein Meister oder Meisterin? Oder sind das nur Kumpel für dich? Erlaubst du dieser Person, dir einen Spiegel vorzuhalten? Oder folgst du letztendlich doch nur deiner eigenen Meinung? Und wenn das der Fall ist, dann hast du keinen Meister, ne? Und ich hatte begonnen, eine Mail vorzulesen mit 4 Stichpunkten. Der erste ist, ich finde viele Häppchen und Kommentare nützlich, Teile davon entbehrlich, für beides danke. Und dazu kann ich nur sagen, danke meinerseits, dass du beides auf dich nimmst. Zweitens, Frage 1. Ich konnte in den Videos und auch auf verschiedenen Seiten keine klare Aussage über die Länge einer Sazen-Einheit finden. Außer die Aussage früh am Morgen und wenn möglich am Abend. Ich persönlich habe von 20 Minuten bis 90 Minuten schon alles probiert und es gab im Nachhinein immer nur ein Gefühl von, es war zu kurz, was schon wieder vorbei und Gott sei Dank vorbei. Ist das schon die Antwort? Wie lang soll man sitzen? Gibt's ein Minimum oder ein Maximum, das man nicht überschreiten sollte? Gute Frage. Vielleicht sind die Antworten, die du da schreibst, die Antwort. Keine Ahnung. Ich würde dich trotzdem nochmal bitten, zu meinem Kanal zu gehen, rechts oben in die Suchfunktion. Eingeben. Was könntest du eingeben? Zum Beispiel Sazen, wie lange? Ich werde das hier mal probieren. Ich bin gerade dabei, hier Videos hochzuladen. Ich hoffe, dass ich YouTube hier nicht durcheinander bringe. Wie lange Sazen werde ich hier mal eingeben? Hallo, hier ist Much. Sorry, dass ich euch warten lasse. Wie lange Sazen, ne? Also ich spreche hier über diese Seite. Ihr seht meinen Kanal, ne? Und wie lange Sazen? Das 4. Video von oben mit der Nummer 651 hat den Titel "Gibt es eine zeitliche Untergrenze beim Sazen?" Und auf dem Thumbnail steht "Zen-Quickie reichen dir 5 Minuten". Könntest dir mal kurz angucken, wenn du willst. Also ich sage, glaube ich, in dem Video auch eine Minute reicht vielleicht schon, ne? Also für viele Leute am Anfang eine Minute kann lang sein, ne? Natürlich, viele meiner Zuschauer werden lachen, eine Minute, ne? Ich brauche eine Viertelstunde, um mir die ganzen Roben und das Kessa anzulegen und Weihrauch und Kerzen alle anzuzünden, ne? Und dann eine Minute Sazen, um Gottes Willen. Ne? Wenn ich mich erstmal hingesetzt habe, 20 Minuten sind das absolute Minimum. Ne? Aber beginn mit einer Minute. Und wenn du dann das Gefühl hast, das ist zu wenig, mach 3 draus, mach 5 draus, mach eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Es muss keine Stunde sein. Wenn du eine Stunde sitzen willst, sitz eine Stunde. Kann aber auch weniger sein. Wichtiger ist es, regelmäßig zu praktizieren an Tagen, wo du Lust hast zu sitzen, und an Tagen, wo du weniger Lust hast, ist es unter Umständen besonders wichtig zu sitzen. Allerdings sollte die Praxis auch nicht zur Pflichtübung werden. Wenn du manchmal so eine Talphase hast, wo du das Gefühl hast, nee, das ist jetzt nur noch, ja, Routine, wirklich Pflichtübung, ne? Ich mache das nur noch, um mein tägliches Sazen abzuhaken.
dann mach einfach mal eine Pause. Ne? Mach eine Woche, zwei Wochen gar kein Sazen und spür, wie es dich verändert. Vielleicht ist es eine positive Veränderung, dann hast du bis dahin zu viel gemacht. Es war zu sehr Krampf, ne? Vielleicht vermisst du Sazen dann aber auch und dann mach es wieder, ne? Finde eine Zeit, wenn du alleine sitzt, und das ist, glaube ich, bei diesem Fragesteller der Fall. Wenn du alleine sitzt, dann finde eine Zeiteinheit, ein Intervall, das für dich ja Sinn macht, ne? Und wenn du am Anfang oder wenn du, sagen wir, die letzten 5 Minuten das Gefühl hast, oh, jetzt wird es aber langsam lang, dann ist es gerade richtig genug, ne? Also der Wecker muss nicht immer dann klingeln, wenn du möchtest, dass er klingelt, sondern wenn Sazen immer so 2, 3, 4, 5 Minuten zu lang ist, dann ist es gerade richtig, würde ich sagen, ne? Weiter mit der nächsten Frage. Drittens. Ich lese deine Bücher, Übersetzungen und Kommentare, höre und sehe deine Häppchen, bin aber eigentlich katholisch. Buddha und Dogen haben bei mir durch dich und Thich Nhat Hanh ein Gesicht bekommen und Spuren hinterlassen, bis hin zu dem Gedanken, ob man vielleicht doch noch die Spur des Glaubens wechseln sollte. Spurwechsel des Glaubens. Interessanter Ausdruck, ne? Frage 2, die nur du beantworten kannst. Bin ich ein Einzelfall oder ... Ist das wirklich die Frage, die dich bewegt, ob du ein Einzelfall bist oder nicht? Und warum sollte ich der Einzige sein, der das beantworten kann? Ich kenne dich nicht persönlich, ne? Ich kenne den Fragesteller nicht persönlich. Ich kenne aber einige christliche Menschen, die auch Zen praktizieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie sich manchmal ähnlich fühlen. Zum Beispiel, wenn man Niederwerfung macht vor dem Buddha, werfe ich mich jetzt nicht vor einem Götzen nieder? Darf ich das überhaupt als Christ? Oder wie der Fragesteller jetzt im Moment, die sich dann vielleicht irgendwann fragen, vielleicht ist dieses Zen für Christen doch so ein bisschen eine Mogelpackung, vielleicht sollte ich doch mit ganzem Herzen nicht Christ, sondern Buddhist werden, mich zu Buddha, Dharma und Sangha bekennen, das buddhistische Bekenntnis ablegen, die Gebote annehmen. Vielleicht ist es ja doch nötig, diesen Spurenwechsel zu machen. Und ich glaube, die Frage, die dich wirklich interessiert, ist die Frage, ja, soll ich diesen Spurenwechsel machen oder nicht? Und nicht die Frage, bin ich ein Einzelfall oder nicht? Denn die Frage, ob du ein Einzelfall bist oder nicht, die Antwort ist vermutlich, nein, du bist kein Einzelfall, aber was hilft dir das? Denn, okay, du könntest jetzt eine Arbeitsgruppe gründen, ne? Christen im Zen, die sich Gedanken machen, ob sie einen Spurenwechsel unternehmen sollten, ne? Und ihr setzt euch dann zusammen und diskutiert das aus, aber letztlich, ne? Auch wenn keiner von euch ein Einzelfall ist, du musst die Entscheidung treffen, ne? Für dich. Und wie ich ja schon gesagt habe, ne? Für die meisten Asiaten stellt sich dieses Problem nicht, denn in Asien wird Buddhismus in der Regel nicht als Bekenntnisreligion verstanden, sondern du wächst da rein und das lässt sich vereinbaren mit Shintoismus, das lässt sich vereinbaren mit einer Heirat in der Kirche. Es ist eher so wie ein Gericht auf dem Esstisch, aber in Asien, das sind viele Gerichte und du isst die alle. Buddhismus ist eines der Gerichte auf dem spirituellen Esstisch sozusagen. Da stehen noch andere. Und für die meisten Japaner, und das finde ich persönlich ein bisschen schade, ist es noch nicht mal das Hauptgericht, ne? Also wenn du den Buddhismus zu deiner Hauptspeise machen willst, und für mich persönlich ist es die Hauptspeise, gerne, aber das muss nicht heißen, dass du die anderen Gerichte nicht mehr anfasst, ne? Du darfst gerne auch noch Shintoismus und
Christentum und was auch immer. Neupaganismus, Satanismus, da wurde ich auch schon nachgefragt, ne? Kenne ich mich nicht mit aus, aber wer will, der soll auch noch seinen Satanismus neben der Zen-Praxis praktizieren, ne? Also da bin nicht ich der Einzige, der diese Frage beantworten kann, sondern du bist derjenige, der die Frage beantworten muss, ne? Ist dir dein Christentum am Ende doch wichtig? Und du wirfst dich lieber nicht vor diesem Götzen, dem Buddha, nieder? Oder ist es dir wichtig, dass du mit Haut und Haar sozusagen zum Buddhisten wirst, dein Christentum ablegst? Oder ist es dir gar nicht so wichtig? Ja? Leider 11 Minuten, ne? Die Kamera macht jetzt wahrscheinlich jede Sekunde Schluss, sind wir heute wieder an der Zeitgrenze, aber ich komme nochmal darauf zurück, beziehungsweise da sind noch mehr Fragen in dieser Mail, auf die ich alle antworten möchte. Danke für die Frage, danke fürs Zugucken, danke für eure Kommentare. Wir sehen uns. Tschüss.